Hallo Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem 8 Secret Stones. Beim letzten Mal haben wir Awesome verprügelt und Erika und Evarim haben ihr Schloss zurückerobert und sie haben sich auch beide weiterentwickelt. Und ja, ich habe eben offscreen schon mal ein bisschen Items sortiert, damit wir damit gleich keine Zeit verschwenden müssen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, wir könnten jemand einen Talisman geben, um die Resistenz zu erhöhen. Wir brauchen ja, oh, Marissa bräuchte Resistenz. Ah ja, wir haben jetzt Myo bekommen. Sehr cool, werde ich auf den nächsten Kapitel auf jeden Fall mitnehmen. Wer braucht jetzt Resistenz? 6 nur. Hm, ja, okay. Nehmen jetzt 8. Hm. Comic nur 2. Ach du Scheiße. Oh, 26. Ach, ich glaube, ich gebe es Marissa. Ja. Ja. Dann. So kurz. Geben. Dann nehmen. Dann Talisman. Oh, ich hab nur so viele Dinge. Nee, halt. Verwenden. Talisman. Ja, ist in Ordnung. Halt, Moment mal, ich hab verkauft. Das war Fail, Leute. Moment, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Jo, Aufnahme läuft, das ist schön. Das war ja eben mega Fail. Habe ich einfach mal das den Talisman verkauft und nicht verwendet. Das war doof. Aber gut, ich habe jetzt nochmal geladen, habe alles wieder sortiert und jetzt machen wir es nochmal richtig. Talisman. Verwenden, nicht verkaufen. Danke. Verwenden. Höhere Resistenz. Wirklich verwenden? Ja. Danke. So. Mensch. Das war ein Mega-Fail. Aber nun gut. Das ist jetzt ein Elixier, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. So. So, okay, und ich habe, was ich eben noch geändert habe, was ich nicht gemacht habe, beim ersten Mal Items sortiert, ich habe Garrick jetzt noch eine Heldenzierde gegeben. Da er schon Level 18 ist und auf Level 20 können wir ihn dann entwickeln. Vielleicht erreicht er das ja im nächsten Kapitel. Das wäre schön, ich denke aber, das könnte klappen. Ansonsten sind alle ja, ausgerüstet jetzt, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mit der Story weiter. Ja. Okay. Machen wir weiter. Und wir müssen jetzt dahin. Nach Rubefluss. Okay, dann mal los. Zack, 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 zack. Und jetzt rufen wir. Die heiligen Steine, die einst den Dämonenkönig besiegt haben, sind stets von einstehenden und unbeugsamen Licht umgeben. Die heiligen Steine sind die einzige Macht. Die es vermag, die Dunkelheit zu besiegen. Sie sind die letzte Hoffnung der Menschheit. Es war natürlich zu erwarten, dass das Böse daran trachten würde, die heiligen Steine zu zerstören. Keine andere Macht kann hinter dem Vorhaben stehen, die Steine in ihren Besitz zu bringen. Erika trifft auf einen Freund aus den Tagen ihrer Kindheit. Oh nein. Kapitel 17. Fluss des Bedauerns. Und Vergangenheitsszene. 2 Jahre zuvor. Wie hast du vor, den heiligen Stein einzusetzen, Leon? Glaubst du wirklich, du kannst dir seine Macht nutzbar machen? Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber es besteht kein Zweifel an der Macht und die heilige Steine verfügen. Und der heilige Stein von Quado scheint besonders stark zu sein. Auf meine dunkle Magie, besonders stark auf meine dunkle Magie zu reagieren. Es liegt vermutlich daran, dass er sowohl über heilige als auch über dämonische Eigenschaften verfügt. Trotzdem, wenn ich meine Studien nur ein wenig intensiver verfolge. Nun, ich glaube, ich könnte bald in der Lage sein, mit Hilfe des Steines die Krankheiten meines
die Krankheit meines Vaters zu heilen. Wenn dies funktioniert, so vermag ich nicht zu sagen, wie viele andere Menschen ich auch noch helfen kann. Glaubst du, das wäre weise? Ich mache die in diesen Stein gut. Die Kindheit unserer Verständnisse. Mein Vater sagte mir, dass die Steine über eine Macht verfügen, mit der man nicht spielen sollte. Ja, Vater McGregor ist auch dagegen. Deswegen gewähren sie mir immer noch keinen Zugriff auf Quados Stein. Für den Moment reichen mir die Energien, die den Stein umgeben. Doch sind sie nicht im Vergleich mit der rohen Kraft des Steines selbst, aber wenn ich Vater McGregor einen richtigen Fortschritt beweisen kann, dann vielleicht eines Tages die heiligen Steine zum Zweck des Studiums der Magie einsetzen? Evarim, Arika, was denkt ihr beide? Die göttliche Macht der heiligen Steine auf diese Weise einzusetzen? Ihr glaubt auch nicht, dass dies eine besonders gute Idee ist, nicht wahr? Es ist nur so, dass ich rein gar nichts über die Magie weiß. Wenn es irgendeinen Weg gäbe, der dabei behilflich zu sein, so würde ich es wohl tun, aber ich kann es einfach nicht. Aber Leon, ich habe gesehen, wie hart du arbeitest, um anderen zu helfen. Ich weiß, wie sehr du nach einer dieser Macht strebst, um andere glücklich zu machen. Ich weiß diese Dinge, und weil ich dich kenne, vertraue ich auf deine Absichten. Evarim, wenn du danach trachtest, die Macht des heiligen Steins für gute Zwecke zu nutzen, so glaube ich, dass das dir gelingen wird. Ich werde bei diesem Unterfangen stets hinter dir stehen. Ich stimme Evarim voll und ganz zu. Jede Nacht verbringst du in der Bibliothek. Ist alles über Heilmethoden für die Krankheit deines Vaters. Die Macht der heiligen Steine ist viel zu groß, um für persönliche Vorteile eingesetzt zu werden. Doch du, Leon, ich glaube, du wirst es schaffen. Du bist der sanftmütigste Mensch, den ich kenne. Ich danke euch, euch beiden. Diese Worte von euch zu hören, bedeuten mir sehr viel. Eigentlich. Und dies wurde bis zum jetzt noch nicht publik gemacht, aber mit dem Wissen, das ich bisher erlangen konnte, konnte ich bereits jemanden retten. Das ist dir gelungen? Oh ja, vor einiger Zeit wütete ein Feuer in Seraph und ein kleines Mädchen war von den Flammen eingeschlossen. Ihre Verbrennungen waren schrecklich. Selbst die Heilstäbe konnten ihre Verletzungen nicht mehr heilen. Doch nur ein Splitter der Macht des Steins reichte aus, um ihr wieder Leben einzuhauchen und ihre Wunden heilen zu lassen. Wir haben das Leben dieses Mädchens gerettet, Evarim. Oh, wenn ihr nur die Freudentränen in den Augen ihrer Mutter hättet sehen können. Du hast das wirklich vollbracht? Du bist etwas Besonderes, Leon. Ich gratuliere dir. Nun danke, aber es gibt noch so viel zu tun. Trotzdem bin ich froh, um ehrlich zu sein. Ich möchte nur in der Lage sein, Menschen helfen zu können. Ich möchte die alte Magie für das Allgemeinwohl einsetzen. Danach trachte ich. Leon. Und wenn meine Forschungen voranschreiten, werde ich noch viel mehr vollbringen können. Momentan verfügen wir nur über das Basiswissen darüber, wie die dunkle Magie funktioniert. Vielleicht können wir sie dazu einsetzen, nicht nur Wunden zu heilen, sondern auch Seuchen aufzuhalten. Was wäre, wenn wir in die Zukunft blicken könnten, Katastrophen vorhersagen, Berge versetzen könnten? Schön langsam, Leon. Du kannst hier nicht so viel auf einmal aufbürden. Welchen Nutzen hättest du davon, den Leuten zu helfen, wenn du dich selbst dabei opferst? Oh ja, natürlich. Verzeihung. Ich ließ mich mitreißen. Du hast ein weiches Herz, Leon. Ich wette, du hast dir noch gar keine richtige Pause gegönnt. Daher folgendes. Heute gehen wir gemeinsam in die Stadt. Und du kommst mit uns, Leon. Was?
Aber Evarim, du musst noch ein Schichtarbeit abliefern. Wir nehmen uns heute frei. Komm schon, gehen wir. Aber Evarim, es ist ja nur für einen Tag und ich werde es niemandem verraten. Wäre es nicht schön, wenn wir drei einen Tag zusammen in der Stadt verbringen würden? Evarim, Erika, ich danke euch vielmals. Ich bin glücklich, euch beide meine Freunde nennen zu dürfen. Okay. Wir haben den Stein von Venais. Der letzte der heiligen Steine befindet sich in Rosten. Ratsche, könntet ihr uns irgendetwas über den Stein von Rosten berichten? Aber natürlich. Als Raustens Prinzessin weiß ich eine oder zwei Dinge über unseren Stein. Der Religionsschrein des Palastes beherbergt zurzeit unseren heiligen Stein. Folgt mir und ich bringe euch dorthin. Ich habe Frelias Armee vorausgeschickt. Sie sollte bereits auf dem Weg nach Rosten sein. Wenn wir uns beeilen, können wir sie an den Ufern der Narube einholen. Zögert nicht, zeigt ihnen die Macht von Frelia. Oh shit. Oh nein. Nein. Ich sterbe einfach, Alter. Oh shit. Gott, nein. Lass sie leben. Elixirin, der Feind kommt hier entlang. Bist du dir sicher? Gerade wurde bezwungen und dennoch kämpfen sie weiter. Und sie sind auch noch stark. Ihr frederischen Narren seid von diesem Kerl ausgelöscht worden. Oh nein, dies bedeutet auch unser Ende. Bitte bewahrt alle Ruhe. Wenn ihr in Panik geratet und flieht, wird euch der Feind umzingeln. Bleibt ihr hier und ihr erhaltet und haltet euch ruhig. So verspreche ich, euch alle zu beschützen. Lady Serene. Bruder, sieh doch, dort! Ein Scharmützel! Ist das Serene? Was geht hier vor? Wir müssen ihr zu Hilfe eilen. Bleibt alle stehen, etwas Böses ist im Gange. Oh shit. Leon! Erika, Evarim! Leon, wo bist du die ganze Zeit über gewesen? Erika, halt! Bruder? Leon, wir trafen uns vor kurzem auf Burg Quado, nicht wahr? Erinnerst du dich, was du mir damals sagtest? Du sagtest mir, dass dies sei alles dein Werk und dass du es warst, der diesen Krieg begonnen hat. Was? Evarim, warum bist du so voller Zorn? Leute, Moment. Alter, gut. Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Was ist geschehen? Leon. Warte, Erika, du solltest es... selbst hast es gesagt. Leon muss von jemandem oder etwas kontrolliert werden. Sei nicht lächerlich. Irgendwas kann mit dir nicht stimmen, Evarim. Leon ist einer unserer Liebsten und engsten Freunde, schon vergessen? Er sagte mir, egal was auch geschehen mag, er wäre immer auf unserer Seite. Ist das nicht so, Leon? Ja, Erika, natürlich ist es so. Also, komm bitte her. Näher. Leon? Böse. Bleib zurück, Erika. Wie? Geh sofort weg von mir. Tust du es nicht, werde ich dich vernichten. Was, Leon? Flieh, rasch. Geh! Leon, halt durch. Was ist los? Was geschieht mit dir? Aha. Oh shit. Dark Leon. Hallo! Das ist eine Weile her, seit ich euch beide zuletzt sah, nicht wahr? Leon? Bist du es wirklich, der zu uns spricht, Leon? Bleib zurück, Erika. Sei wachsam. Das ist nicht Leon.
Ist doch nicht Leon Saig. Was sagt man dazu? Ein Meisterwerk. Du dachtest immer, Leon wäre sanft, fürsorglich und schwach, nicht wahr? Gib es zu. Nein, Leon, Erika und ich waren Freunde. Natürlich gäbe es Dinge, die wir für uns selbst behielten, aber wir teilten so viel. Und egal was geschehen ist, egal wie viel Zeit vergangen ist, wir sind immer noch Freunde. Leon würde uns niemals verraten. Nicht in einer Million Jahre. Du bist nicht Leon. Es scheint, als hätte ich Unrecht. Den Wert menschlicher Emotionen nicht in Betracht zu ziehen. Was? Es war mir ein Vergnügen vorzugeben, ich sei ein Mensch. Aber nun besteht keine Veranlassung mehr für solche Scharade. Du hast recht, dieser Körper gehört nicht länger mehr euren jungen Leon. Ich habe sein feiges Herz schon vor langer Zeit verschlungen. Du Ungeheuer, wer bist du? Erkennst du mich denn wirklich nicht? Ein Prinz von solch jämmerlicher Bildung. Denk doch nahe, erinnert dich an die Legende deiner armseligen Art. Wer war denn in Stein von Quado versiegelt? Wie lautet der Name des Schreckens? Nein, das kann nicht sein. Es ist so, wie wir es befürchtet haben. Das kann nur... Der große Feind des Altertums. Der Dämonenkönig. Leon, Leon, o Prinz des Elends. Komm hervor, sei nicht scheu. Diesen Körper hast du verloren. Er steht unter meiner Herrschaft. Was geht hier? Deine Träume, Leon. Ich bin kurz davor, sie für dich zu erfüllen. Ich werde Prinz Everim erschlagen und mir Prinzessin Erika nehmen. Ist dies nicht alles das, wofür du immer gebetet hast? Junger Narr von einem Prinzen? Ah! Frohlock, Leon. Die Zeit ist gekommen. Everim, der Mann, den du beneidest. Erika, die Frau, die du begehrst. Ich werde dir nun all deine dunkelsten Wünsche erfüllen. Oh, oh. Oh, shit. Gucken wir uns mal kurz die Karte an. Hier haben wir... Leon. Nekromat. Fenrir und Nosferatu. Mhm, mhm. Hier noch. Dunkel, hier Druiden. Okay. Lady Tyrion. Sie müssen mal mit jemand bestimmtes ansprechen. Ich glaube, ich weiß noch mit wem. Ich glaube, entweder mit Vanessa, Tanna oder Ephraim. Oder auch noch mit Prinz Ines. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mit Vanessa geht es auf jeden Fall, das weiß ich. Dann werde ich Vanessa auch, glaube ich, den Fall der Fälle mitnehmen. Für sie ins Team bekommen. So, was haben wir ja sonst noch so? Oh. Das sind, genau, Helden. Muss ich da natürlich mal ein bisschen Angst vor haben. Hier haben wir noch ein paar Typen, okay, die auch hier Drachen. Bayern Lord, das sind Bayern Reiter, okay. Und hier haben wir einen Berserker. Jo. Drakoschild hat der. Oh, den müsste man klauen. Okay. Gut, dann, Items habe ich ja schon, das ist ja sehr schön. Dann wähle ich jetzt noch die Einheiten aus. Erika kommt mit, Marissa kommt mit, Tanna, Lute, Lady Elarche, dann haben wir Evan, dann haben wir Arthur. Nami kommt leider nicht mit, weil, kein Entwicklungsgegenstand und so. Ephraim kommt mit, Camellia kommt mit, Cormac, ja, Venak, ja. Denke schon. Brauche jetzt aber Garrick, will ich auch noch mitnehmen, damit der sich entwickeln kann bald. Ansonsten mit. Ah ja, Vanessa, ich muss eigentlich auch mitnehmen. Ich glaube, ich könnte jetzt Schwert nehmen, ne? Noch nicht was? Ja. Das habe ich doch vergessen. Dann, lege mal. Moment. Tauschen. Du tauschen, ich glaube nämlich, genau, Kyle, du hast ein Eisenschwert, gibst du mal her.
Ja, so. Gut. Die auf dem Schwert. Wen nehme ich jetzt raus? Ich möchte Gerrig mitnehmen und ich möchte noch hier Vanessa mitnehmen. Arthur mal wieder rausnehmen. Ich glaube, ich mal Arthur raus. Erstmal und Heilerin brauche ich. Comic. Ich würde auch gerne noch Nick rausmachen, aber weil ich brauche ihn eigentlich auch wegen Klauen, den Draco-Schild. Ist doch irgendwas Geiles zu klauen. Moment. Draco-Schild, ja. Oh, ich scheiß auf dem Schild. Krieger-Axt bekommen wir, das ist geil. Leitstern bekommen wir nochmal. Action Zauber bekommen wir auch. Ne, wir sind wieder. Ja, aber durch. Ich glaube, ich nehme den Nack raus. Ja. Sorry, Kumpel. Dafür kommt jetzt Gerrig rein. Und Vanessa. So. Okay, wie sehen die Level eigentlich so aus? 18, 16. Oh, erst 13. Das ist irgendwie unterlevelt, glaube ich, aber okay. So, Level 11 ist okay, ist eine unterwickelte Einheit erst gewesen. Ja. Okay. 17 kann ich auch weiterwickeln. Oh, schön. Ja, das sieht gut aus. Wie lang ist dann der Part jetzt? Oh, ist gar nicht so viel länger als ich dachte. Sehr schön. Nein, Fail am Ende des Parts. Nein. Emulator! Tu mir das nicht an! Okay, er hat sich wieder gefangen. Schön. Ja, das war ein Fail und Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und beim nächsten Mal fangen wir dieses Kapitel an. Also, ciao und bis dahin.